Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur inzwischen 52. Lesung und Besprechung des Buches über die Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear. So beginnt das originale Video, aber hier machen wir einen kleinen Sprung, weil ich habe die ersten 24, 25 Minuten aufgenommen mit einem etwas anderen Thema und davon mache ich hier deswegen ein eigenes Video. Und der Teil 52, den könnt ihr euch dann vollständig auf dem Hauptkanal angucken. Aber hier geht es jetzt um etwas anderes. Das finde ich so spannend und so wichtig, dass ich hier einen Ausschnitt aus der Lesung als eigenes Video zeigen möchte. Und los geht's. Wir haben am Ende des letzten Kapitels, der letzten Lesung, das letzte Kapitel dieses Buches angefangen, nämlich Kapitel 14, der Scheiterhaufen. Und ich habe da einige Dinge gesagt, wo mir später einfiel von, Mensch, Jörg, du hast was ganz Wichtiges vergessen. Und da ich was ganz Wichtiges vergessen nicht so schön finde, dachte ich von, das kann man ja korrigieren. Ganz in dem Sinne, obwohl es kein wirklicher Fehler war, wie John F. Kennedy gesagt haben soll, ein Irrtum wird es zu einem Fehler, wenn man sich weigert, ihn zu korrigieren. Ich habe mich ja nicht geirrt. Ich habe nur etwas vergessen einzufügen. Und das tue ich jetzt am Anfang dieser Lesung, weil wir fangen gleich nochmal an mit Kapitel 14 der Scheiterhaufen. Ich werde dann auch keine Kommentare mehr geben, weil wir haben ungefähr anderthalb Seiten gelesen. Aber ihr erinnert euch, was ich letztes Mal noch gesagt habe. Wenn ihr euch nicht erinnert, dann schaut euch die Sendung nochmal an. Und ich werde jetzt zu Anfang, bevor ich die Erklärung jetzt abgebe und hier einfüge, die ich eigentlich letztes Mal hätte machen müssen, aber es war abends, gestern Abend, war nicht mehr 100% in meiner Konzentration anscheinend, sonst hätte ich da direkt gerne gedacht. Ich werde euch jetzt ein kleines Audiostück einspielen von knapp 40 Sekunden aus der Lesung vom letzten Mal, also der 51. Sendung, und werde dann den Kommentar geben, den ich hier zu geben möchte. Und der wird euch, denke ich, ein bisschen die Augen öffnen, weil wir hier ganz deutlich sehen, dass mit der Einführung der Inquisition Anfang des 12. Jahrhunderts, wie ich ja bereits sagte, der Staat der Vasalle der Kirche ist, was wir ja schon öfter in dieser Lesung festgestellt haben, etwas ist, was sich durch die Jahrhunderte durchzieht und ich werde euch genau dafür Beweis liefern, nämlich aus dem 20. Jahrhundert. So, bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede, werde ich einfach hier jetzt eben das Audio einspielen. Knappe 40 Sekunden aus der letzten Lesung. Hört mal, das habe ich in der letzten Sendung gesagt. Wie erscheint unter diesem Licht die Judenverfolgung im Dritten Reich, wovon wir wissen, dass Adolf Hitler jesuitengesteuerter Katholik war? Wo wir wissen, dass der Faschismus und der Nationalsozialismus aus der römisch-katholischen Kirche kommt, von der römisch-katholischen Kirche unterstützt wurde, und auf römisch-katholischem Nährboden gewachsen war und gediehen war und sich entwickelt hat und all die Gräueltaten verübt hat, die er verübt hat. Der Staat ist der Vasalle der Kirche. Damals und heute. So, das hatte ich also jetzt in der letzten Sendung gesagt. Und was ist jetzt der Nachtrag dazu? Ich hatte ja vor einigen Jahren das Buch gelesen Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, das so wunderbar der Bruder Viktor damals übersetzt hat. Und in diesem Buch, bereits im englischen Original, war ein Zitat darin auf Seite 27, also auf der deutschen Seite 27, Englisch weiß ich jetzt nicht, ist auch wurscht, wo ich dachte von, das ist unglaublich wichtig. Und damit bestätigen wir genau das, was hier zur Sprache kommt. Es geht um Antichrist Papst Leo den 13., der zu Kaiser Wilhelm, dem deutschen Kaiser, gesprochen hat. Und ich lese jetzt erstmal eben kurz das Zitat vor, so wie es in dem Buch Hinter den Diktatoren steht. Und danach lese ich euch original aus den Memoiren des Kaisers vor, die ich mir damals besorgt hatte. Und lese euch da ein Stück draus vor im Zusammenhang, wie es da steht. Also, aus Hinter den Diktatoren steht, Zitat: Es ist bezeichnend, dass Papst Leo der 13. bei seinem letzten Besuch im Vatikan genau diesen Plan dem verstorbenen Kaiser Wilhelm II. Vorschlug.
In seinen Memoiren schildert der Kaiser anschaulich den farbenfrohen und feierlichen Schauplatz, an dem das Interview stattfand, und schreibt, er habe notiert, was für die zukünftigen Angelegenheiten gesagt wurde. Was ihn am meisten interessierte, war das Beharren von Papst Leo darauf, dass das Heilige Römische Reich notfalls durch Krieg wiederhergestellt werden sollte und dass zu diesem Zweck, Zitat, Deutschland das Schwert der katholischen Kirche werden müsse. Ende Zitat. Es folgen die eigenen Worte des Kaisers. Zitat. Es war für mich von Interesse, dass der Papst mir bei dieser Gelegenheit sagte, dass Deutschland das Schwert der katholischen Kirche werden muss. Ich bemerkte, dass das alte Römische Reich der deutschen Nation nicht mehr existierte und dass sich die Bedingungen geändert hatten. Aber er blieb bei seinen Worten. Ende Zitat. Nun, soweit erstmal das Zitat aus dem Buch Hinter den Diktatoren. Jetzt lese ich euch kurz aus Seite 177 vor, aus dem Buch Wilhelm II. Ereignisse und Gestalten zwischen 1878 und 1918. Aus diesem Buch, da habe ich das nämlich gefunden, in Deutsch. Und das habe ich mir vor einigen Jahren bereits besorgt. Das Buch selber ist gedruckt 1922, also ziemlich kurz nach Ende des Ersten Weltkrieges. Und hier sagt er auf Seite 177 unter dem Kapitel Mein Verhältnis zur Kirche, und wir lassen die ersten zwei Seiten jetzt mal eben weg, sagt er am Anfang auf Seite 177, zu seinem 25-jährigen Papstjubiläum 1903, ne, der ist ja von 1878 bis 1903 hat er regiert. Zu seinem 25-jährigen Papstjubiläum ließ ich Leo den 13. meine Glückwünsche aussprechen durch eine besondere Mission, die der dem Papst seit langem nahestehende Generaladjutant Freiherr von Loey führte. Nicht lange nachher, wenige Monate vor seinem Tode, konnte ich dem Papst meinen dritten und letzten Besuch abstatten. Wir müssen hierzu wissen, der Papst hat seit der Wegnahme der päpstlichen Städte, der Ländereien mit der Aufrichtung der italienischen Republik zwischen den Jahren 1860 und 1870, hat seit dem Ersten Vatikanischen Konzil 1870 den Vatikan nicht mehr verlassen. Weder Papst Pius der Achte, der Papst Pius der Neunte, Entschuldigung, Papst Pius der Neunte, den wir ja kennen vom Syllabus der Fehler, der damals 1870 ja auch das Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes erlassen hatte, noch sein Nachfolger Leo der Dreizehnte oder seine Nachfolger Pius der Zehnte, Benedikt der Fünfzehnte, Pius der Elfte, Pius der Zwölfte, bis nach dem Zweiten Weltkrieg, Pius der Zwölfte, hat kein Papst nach seiner Wahl die Vatikanmauern verlassen. Hat sich eingeschlossen in seinem eigenen Schloss. Und deswegen, wenn es solche Besuche gab, wie hier von dem deutschen Kaiser, da musste der Kaiser zum Papst kommen. Der Kaiser konnte nicht zum Papst kommen. Oder wollte nicht zum Papst kommen. Wer muss zu wem kommen, hat natürlich auch immer so ein bisschen so eine Bedeutung. Aber ja, da will ich jetzt nicht zu tief reingehen, sonst sagt ihr von ja, aber Papst Johannes Paul II. Ist ja durch die ganze Welt gereist und hat jedes Land geküsst, als er da kam. Ja, das Landküssen ist natürlich ein Zeichen dessen, dass er meint, das ist sein Besitz. Deswegen hat er übrigens auch den Koran geküsst, was viele nicht verstehen. Jedenfalls, das nur mal eben zum geschichtlichen Hintergrund. Deswegen besucht hier der Kaiser den Papst im Vatikan wenige Monate vor seinem Tode, seinen dritten und letzten Besuch, weil der Papst selbst die Mauern des Vatikan nie verlassen hat nach seiner Wahl. Wir fahren fort und lesen trotz seiner großen Schwäche, ne, er war also anscheinend schon dicht beim Tode, kam der 93-Jährige mir entgegen und streckte mir beide Hände hin. Ich habe über diesen Besuch, der sich durch große Herzlichkeit von beiden Seiten auszeichnete, damals sogleich Aufzeichnungen gemacht, die mir unlängst wieder in die Hand kamen. Interessant, nicht? Der Kaiser macht sich Aufzeichnungen und die kamen ihm unlängst wieder in die Hand. Das heißt, sie wurden von jemand anderem in der Zwischenzeit bewahrt, gescreent, möchte man beinahe vielleicht meinen. Der Papst sagte unter anderem, er könne die Grundsätze, nach denen ich regiere, und jetzt müsst ihr wirklich gut zuhören, weil das ist Papstsprache, was hier steht. Man muss das also wirklich verstehen, was im Grunde wirklich gemeint ist, ne?
Der Papst sagte unter anderem, er könne die Grundsätze, nach denen ich regiere, nur mit voller Anerkennung billigen. Wir müssen uns bitte in Erinnerung rufen, wir sprechen hier von einem protestantischen Deutschland. Der Bismarckstaat war ein protestantisches, aus Preußen geführtes Reich und nicht katholisch. Weiter sagt er, er habe meine Regierungsart mit Interesse verfolgt und mit Freude erkannt, dass ich meine Herrschaft auf der Grundlage des festen Christentums aufgebaut habe. Was meint der Papst denn hiermit? Obwohl ich ein protestantisches deutsches Reich führe, erkennt der Papst an, dass die Herrschaft des Kaisers auf der Grundlage des festen Katholizismus aufgebaut war. Also er war davon überzeugt, dass der Kaiser die katholische Dogmatik umsetzte, wo immer er konnte, und hat das anerkannt damit. Ja? Deswegen hat er die Regierungsart mit Interesse verfolgt und er hat mit Freude erkannt, dass der Kaiser seine Herrschaft auf der Grundlage des festen Christentums, was natürlich heißen muss, des festen Katholizismus aufgebaut habe. Weiter sagt er, sie werde von so hohen religiösen Grundsätzen geleitet, dass er nicht anders könne, als den Segen des Himmels für mich, die Dynastie und das Deutsche Reich zu erflehen und seinen apostolischen Segen zu erteilen. Hier muss ich kurze Pause machen und nochmal eben ein anderes Buch holen. So, ich habe nämlich gestern ein altes Video von mir geschaut, 6 Jahre alt, Hour of the Truth, It's Simply Amazing, also Stunde der Wahrheit, es ist einfach faszinierend. So ungefähr kann man das, glaube ich, übersetzen, wo ich zum Schluss ein Zitat gebracht habe aus einem Buch, das heißt Days of Our Years, also Tage unserer Jahre, von Pierre van Paassen. Das ist ein Niederländer, der dieses Buch geschrieben hat, das ich irgendwann mal angefangen habe zu lesen, das aber so unglaublich langgezogen ist. Ich bin bis auf Seite 74 gekommen, habe mir viele Notizen gemacht und das Buch fängt da wohl erst richtig gut an. Es ist von 1939 gedruckt. Ein sehr interessantes Buch und in dem Video gestern Abend habe ich ein Zitat aus diesem Buch gehabt und deswegen habe ich mir damals das Buch besorgt und wie es meine Gewohnheit ist, das wisst ihr ja inzwischen, besorge ich mir gerne solche alten Bücher. Und um dann eben auch zu sehen, wenn irgendwo irgendjemand ein Zitat herausbringt, dass das auch irgendwo noch nachzufinden ist. Und entweder kann man das digital bei digitalisierten Büchern eventuell sich als PDF anschauen oder aber man kann vielleicht die Bücher käuflich erwerben. Und mit diesem Buch hier habe ich das auch mal gerne gemacht, weil das fand ich eigentlich sehr interessant. Also auf Seite 465 in diesem Buch, wo es um Civilta Catholica geht, das ist das Hausorgan der Jesuiten, wo es um Papst Leo den 13. geht, von dem wir ja hier gerade sprechen, ja, wird hier eine Sache aus dem Zweiten Weltkrieg, nein, nicht aus dem Zweiten Weltkrieg, aber aus dem Dritten Reich, ja, das Nazireich zwischen 33 und 45 erwähnt, in einer Fußnote. Ich möchte das jetzt nicht alles hier vorlesen, weil die meisten von euch sind wahrscheinlich in Englisch nicht so gut, aber wenn ihr euch das Buch besorgt, ich kann probieren, die ISBN-Nummer dran zu denken, hier in die Beschreibung des Videos mit beizufügen und dann könnt ihr euch das Buch selbst besorgen. Auf Seite 465 steht in einer Fußnote: Franz von Papen declared on January 14th, 1934. Also ich lese es jetzt mal kurz eben in Englisch vor und danach übersetze ich es ins Deutsche und dann werdet ihr auch direkt sehen, warum das so wichtig ist und was das damit zu tun hat, mit dem, was ich gerade aus den Memoiren des Kaisers vorgelesen habe. Ja? Also, die Memoiren des Kaisers. Sie werden von so hohen religiösen Grundsätzen geleitet, also die Regierungsart des Kaisers, dass er nicht anders könne, als den Segen des Himmels für mich, die Dynastie und das Deutsche Reich zu erflehen und seinen apostolischen Segen zu erteilen. Auf Seite 465 aus dem Buch Days of Our Years von Pierre van Paassen steht dann: Franz von Papen declared on January 14th, 1934 in Der Völkische Beobachter, also eine Aussage von Franz von Papen, das war der Vizekanzler hinter Hitler, Malteserritter, der mächtigste Mann im Reich neben der Puppe Hitler, weil
Der wurde ja von anderen Leuten kontrolliert, das wissen wir aus anderen Sendungen. Und dieser Franz von Papen hat im Völkischen Beobachter, also einer Nazi-Zeitung, damals folgende Erklärung abgegeben. Zitat: The Third Reich is the first power which not only recognizes, but which puts into practice the high principles of the papacy. Mit anderen Worten auf Deutsch, Franz von Papen sagt hier, das Dritte Reich ist die erste Macht, die nicht nur die hohen Prinzipien des Papsttums anerkennt, aber eben diese hohen Prinzipien auch in die Praxis umsetzt. Kirche und Staat getrennt? Hallo? Der Staat, der Vasalle der Kirche, ist das nicht eine weitere Bestätigung genau dessen, weshalb ich ja hier diese ganze Erklärung mache? Das könnt ihr hier nachlesen, das könnt ihr natürlich euch besorgen, wenn ihr Civilta Catholica von damals noch habt. Die ganze Seite 465 und überhaupt die umgebenden Seiten sind unglaublich interessant, mal zu lesen. Wie gesagt, das steht in dem Buch Days of Our Years von Pierre von Parsons. Und da wurde ich dann gleich dran erinnert. Zufälligerweise habe ich gestern Abend dieses Video von mir 6 Jahre alt nochmal geguckt von Hour of the Truth. Und im Übrigen habe ich gerade eben von YouTube eine E-Mail bekommen, dass eine der modernen Serie, modernen Kriegeserie von YouTube runtergeholt wurde, weil das gegen die Gemeinschaftsrichtlinien verstößt. Und zwar ist das das Video: Wir verändern das Leben, wir geben Hoffnung für die Wissenschaft. Ja? Medizinische Fehlinformationen, sagen Sie hier. Also nicht wundern, wenn mein Kanal nicht ewig besteht. Ne? Ihr wisst, ich begebe mich hier auf sehr glattes Eis. Sicher mit der Lesung, die kommt. Und auch ein bisschen mit dem Thema, was ich hier jetzt gerade anschneide. Also, wir gehen jetzt nochmal eben in das Zitat hier des Kaisers rein und sagen, und er fährt fort. Interessant war mir, dass der Papst mir bei dieser Gelegenheit sagte, Deutschland müsse das Schwert der katholischen Kirche werden. Ich wendete ein, dass das alte römische Reich deutscher Nation doch nicht mehr bestehe, dass die Voraussetzungen andere geworden wären. Aber er blieb dabei. Das ist das Originalzitat aus den Memoiren des Kaisers Ereignisse und Gestalten zwischen 1878 und 1918. Und wir sehen, wie sehr dieses Originalzitat ist an der Übersetzung, dass er hier aus dem Englischen geholt wurde. Wir hatten ja damals diese Original noch gar nicht vor der Hand liegen, sondern wir haben das aus dem Englischen, aus dem Buch von Lehmann übersetzt, Behind the Dictators, hinter den Diktatoren. Da steht: Es war für mich von Interesse, dass der Papst mir bei dieser Gelegenheit sagte, dass Deutschland das Schwert der katholischen Kirche werden muss. Ich bemerkte, dass das alte römische Reich der deutschen Nation nicht mehr existierte und dass sich die Bedingungen geändert hatten. Aber er blieb bei seinen Worten. Weiter aus dem Buch des Kaisers. Dann fuhr der Papst fort. Er müsse mir wiederum warmen Dank dafür sagen, dass ich unablässig um das Wohl auch meiner katholischen Untertanen bemüht sei. Er habe das von so vielen Seiten gehört, dass er Wert darauf lege, mir persönlich zu sagen, wie dankbar sowohl er wie die deutschen Katholiken für diese Fürsorge seien. Er könne mir versichern, dass meine katholischen Untertanen in guten und in bösen Tagen in absoluter Treue zu mir stehen würden. Und dann in Französisch: Ils resteront absolument et infailliblement fidèles. Auf Deutsch: Sie werden sich in jeder Lage als unbedingt treu erweisen. Ich habe mich dieser Anerkennung aus so hohem berufenen Munde herzlich gefreut und geantwortet. Jetzt hört zu. Der Kaiser sagt: Ich betrachte es als Pflicht eines christlichen, sprich katholischen Souveräns, ohne Unterschied der Konfession für seine Untertanen nach besten Kräften zu sorgen. Und ich sage euch eins: Wenn er diesen Satz so dem Papst gesagt hat, dann wird der Papst hier auch ganz genau verstanden haben, was er meinte. Der Kaiser macht hier keinen Unterschied zwischen dem eigentlich protestantischen Deutschen Reich und zwischen
dem Katholizismus. Und wenn ich Katholiken mehr oder weniger gleich behandle mit aus der römischen katholischen Sicht Ketzern, was ja Protestanten sind, was uns wieder zurück zum Buch die Inquisition bringt, dann ist der Kaiser ein Liberaler. Dann ist der Kaiser nicht jemand, der die Prinzipien des Konzils von Trient aufrechterhält. Dann ist er kein ultramontaner Katholik. Und damit ist sein Schicksal besiegelt, was dann ja ein paar Jahre später auch kam. Nun, ich lese jetzt aus dem Buch vom Kaiser nicht weiter vor. Ich glaube, ich habe meinen Punkt gemacht. Und wir wollen zurückgehen zum Inquisitionsbuch, wir wollen zurückgehen zum Thema Scheiterhaufen. Aber um die ganze Sache jetzt abzurunden und was der eigentlich weiterführende Gedanke ist, ist, Hitler beerbte den Kaiser. Na, wir hatten den Ersten Weltkrieg, wo der Papst 1903 bereits zum Kaiser sagte, ich will, dass Deutschland das Schwert der römisch-katholischen Kirche wird. Was macht Deutschland 11 Jahre später, 1914? Geht in den Ersten Weltkrieg und ist das Schwert der römisch-katholischen Kirche und vernichtet, wo es vernichten kann, die Feinde der römisch-katholischen Kirche. Obwohl es selber zum Großteil aus Protestanten besteht, werden Protestanten angegriffen und werden auch Juden verfolgt, auch bereits im Ersten Weltkrieg. Und es wird gegen Russland vorgegangen, woraus dann später der Kommunismus kommt, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Der Punkt ist, wir haben den Ersten Weltkrieg dann auf dem Schachbrett der Nationen dieser Welt so gesagt verloren. Es gab einen sogenannten Friedensvertrag von Versailles, von dem Generalmarschall Foch, der höchste Militär der Entente, also der Alliierten gegen Deutschland im Ersten Weltkrieg 1919 auf dem Vertrag von Versailles deutlich die Aussage machte, und das kann man woanders nachlesen, was wir hier unterzeichnen, ist kein Friedensvertrag, sondern ein 20-jähriger Waffenstillstand. Das sagte er 1919. Prompt bricht 20 Jahre später der nächste Weltkrieg aus, der Zweite Weltkrieg, unter dem nationalsozialistischen Staat Deutsches Drittes Reich von Adolf Hitler geführt. Wie der an die Macht gekommen ist, was da die Hintergründe davon sind, da kann man eben das Buch Hinter den Diktatoren zum Beispiel für lesen. Oder die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris. Und andere Lesungen von mir darüber verfolgen. Aber der Punkt ist, und den habe ich dann hier auch im Kommentar gemacht, den ich natürlich in meinem Buch, also dieses Inquisitionsbuch mit einfüge, und wenn ihr das auf Archive runterladet, ist dieser Kommentar auch dabei. Da steht, Hitler beerbte eben den Kaiser. Also der Papst wollte, dass Deutschland das Schwert der römisch-katholischen Kirche war, hat damit den Ersten Weltkrieg angefangen, wurde dann gestoppt, wurde dann im Grunde wurde das heiße Wasser zum Kochen gebracht durch das Dritte Reich zu starten, wo dann alles noch viel übertriebener auf die Spitze getrieben wurde, was dann schlussendlich gemündet hat in den Zweiten Weltkrieg, und Hitler hat den Kaiser beerbt. Der Kaiser war das Schwert der römisch-katholischen Kirche und Hitler war das genauso. Unter anderem sehen wir ja mit der Aussage von Franz von Papen, die wir in Pierre van Passens Buch aus dem Völkischen Beobachter von 1934 nachlesen können. Hitler beerbte den Kaiser. Durch die wiederbelebte deutsche Militärmacht, die aus ganz Europa die Volksregierung, die Freimaurerei und alle demokratischen Freiheiten auslöschte, folgte Hitler den Verurteilungen von Antichrist Papst Leo dem 13. und anderen Päpsten des 19. Jahrhunderts. Der Staat ist der Vasalle der Kirche. Und das habe ich, denke ich, zur Genüge mit historischen Büchern, Aussagen und Studium jetzt hier auch euch beweisen können.